Willkommen zurück zu Gothic. Und wie man sieht, bin ich vom Sumpflager schon mal hier rüber gelaufen. Das war nämlich ein bisschen eine weite Strecke und ich dachte mir, das erspare ich euch. Sagt mir nicht, ich habe das nicht gekauft. Ach doch, da, Bloodfly. Okay, ich habe nach Blutfliege gesucht. Genau, weil das war ein bisschen weiter Weg und naja, es ist nichts wirklich Spannendes passiert. Ich habe den Weg zurückgelegt, ich habe den ein oder anderen Gegner links liegen gelassen, ich habe die eine oder andere Pflanze gefunden, die ich nicht aufgehoben habe. Das heißt, ich habe effektiv nichts an der Welt verändert, ich bin wirklich nur hierher gelaufen. Verdammt! Verdammt! Warum komme ich da jetzt nicht rüber? Komme ich zunächst wieder hoch? Ah, die Blutfliege kann also so wie ich hochspringe, auch hochfliegen. Jetzt frage ich mich, ob sie das auch direkt hier kann. Das wäre nämlich sehr geschickt. Nein, kann sie nicht. Verdammt. Was mache ich denn jetzt? Vielleicht hier so? Na komm schon, flieg hoch. Ach Mist, was macht denn Gorn eigentlich mit dieser Blutfliege hier? Na! Verdammt! Komm, dann lade ich halt nochmal. Man kann nicht als Blutfliege speichern, habe ich gerade gemerkt. Okay, interessant. Ich frage mich aber ernsthaft, warum ich da jetzt nicht rüberkomme als Blutfliege. Ich weiß ja nicht. Vielleicht irgendwie an der Wand lang oder so? Nee, ne? Das bringt nichts. Hä? Und warum steht die jetzt wieder, die Säule? Habe ich jetzt ernsthaft den falschen Spielstand geladen? Tag 15, ne? 16. Hä? Was? Habe ich Stufe 18? Ich habe Stufe 18. Ich habe 80 Stärke. Das ist der richtige Spielstand. Warum steht die Säule wieder? Ich bin verwirrt. So, Mist, wie komme ich jetzt darüber? Ich dachte, als Blutfliege kann ich darüber fliegen. Menö! Vielleicht da drüber? Das könnte klappen, hä? Wenn sie von da ganz unten nicht hochkommt, kommt sie aber vielleicht da hoch. Probier ich doch mal eben. Nein, Blutfliege. Ja, das sieht gut aus. Oh, wow. Wo kann ich den Dallball hin? Ah, nein, nein, nicht gut, nicht gut, nicht gut, nicht gut, gar nicht gut. Ihr habt gesehen, das war die Barriere. Die hat mir gerade Schaden zugefügt, weil ich wohl ihrer Meinung nach versucht habe, hier rauszukommen. Das kommt gar nicht gut an. Gut. Aber immerhin bin ich jetzt hier rübergekommen. Yeah. Wir, das lohnt sich nicht. Okay. Links, rechts. Zwei Heiltränke, ein Dietrich, bisschen Erz, 9 Pfeile, Verwandlung Molred. Wow, das hat sich ja gelohnt. Ich bin begeistert. Jetzt habe ich noch nicht mehr genug Mana, um da heil runterzukommen. Ah, Mist. Na gut, dann futter ich eben ein Rabenkraut. So. Er hat doch gelacht. Nein, Gorn, ich bin's. Hey, hey, ich bin keine Fliege. Ich bin's. Guck mal. So, da bin ich wieder. Da ist gerade das Spiel abgestürzt. Deswegen habe ich das Ganze nochmal nachgestellt. Diesmal habe ich es immerhin geschafft, ohne Schaden zu nehmen, oben bei der Barriere. Und ich hoffe mal, dass Gorn jetzt weniger austickt. Ich würde gerne diesen magischen Schimmer irgendwie loswerden. Hm. Hallo. Bis später. Hm, irgendwie hat das Spiel so seine Bugs. Vielleicht hätte es ja auch, wenn ich eine Animation beginne, zum Beispiel, um diese Winde zu bedienen. Nein.
es nicht. Okay. Schade. Ich frage mich, ob das wohl so bleibt, wenn ich speichere und wieder lade. Weil es sieht zwar irgendwie schon cool aus, aber es nervt halt auch ein bisschen, finde ich. Dieser Schimmer. Und ich frage mich warum der jetzt... da ist er weg, okay. Ich frage mich ernsthaft, warum der jetzt da war, weil bei der ersten Verwandlung zur Blutfliege, um darüber zu fliegen, war das ja nicht so, ne? Das kam ja erst beim zweiten Mal, als ich mich da unten gestützt habe, nachdem ich die Truhe ausgeräumt habe. Keine Ahnung. Also die Truhe, ich muss sagen, ist ein bisschen enttäuschend, ehrlich gesagt, dafür, dass man so viel Aufwand hier treiben muss. Und dann auch nicht mal einfach die Säule, die einem schon so angeboten wird, umwerfen kann, um rüberzukommen. Ist das ganz schön enttäuschend, wie wenig nützliches Zeug da letzten Endes drin steckt. Aber vielleicht ist es ja auch einfach ein kleiner Trollversuch der Entwickler, um den Spieler mal zu ärgern oder dem Spieler zu zeigen, dass nicht alles, was er versucht, nicht alles, wo er sein Herzblut reinsteckt, dann letzten Endes auch wirklich was bringt. Ja, doch, das würde ich dem Spiel sogar zutrauen. Ich hüpfe wieder die ganze Zeit so rum. Tut mir leid, ich höre schon auf damit. genau, gut. Jetzt, wo das erledigt wäre, habe ich nur noch eine Quest zu erledigen, nämlich zum alten Lager zu gehen. Und die Feuermagier zusammenzutrommeln. Weil ja Milton letztens nicht da war, ne? Der ist irgendwie vermisst oder so, keine Ahnung. Nee, es hat ihn keiner vermisst. Die haben alle gesagt, ich soll zu ihm hingehen und ihm die Nachricht bringen. Oder irgendwie der Milton für die Anwärter zuständig oder für die Neuen oder für die dahergelaufenen, wie auch immer. Was genau ist euer Problem? Liegt es an mir oder liegt es an der... Wow, was ist denn da vorne los? Das sieht nach Ärger aus. Da speichere ich lieber mal. Nicht, dass da irgendein Unsinn passiert. Hey Jungs, was treibt ihr denn hier? Sieh mal einer an. Einer aus dem neuen Lager. Ja, und? Ja, was und? Dagegen? Was geht dich das an? Bald wird auch eure Mine zu uns gehören. Nein. Davon träumst du doch nur. Leider können wir es nicht zulassen, dass du das irgendwo herum erzählst. Warte mal, ich bin nicht auf Streit aus. Das hättest du dir überlegen sollen, bevor du hier aufkreuzt. Hey, was soll der Unfug? Auf ihn, Jungs! Den schnappen wir uns! Ah, was ein Depp, ey. Hey, wer ist das denn? Milton! Alter Kumpel, hilf mir! Ich hoffe, du bist auf meiner Seite. Ja, ist er ja. Sehr gut. Wow, hauen die rein. Ach du Scheiße. Jetzt hätte ich doch gerne die schwere Rüstung. Lee, verdammt, wo bist du? Was machen die Brückenwächter eigentlich hier? Greifen die mich an oder sind die neutral? Die greifen mich wohl an, so wie es aussieht. Ja? Oder nicht? Oder wen oder was greifen die an? Ja, doch, mich. Verdammt! Ah, so ein Unsinn! Ach, verdammt! Gut, dass ich gespeichert habe, hey. Was mache ich denn jetzt? Ich glaube, ich rede erstmal mit Milton, bevor ich mich mit denen anlege. Dann habe ich den schon mal direkt bei mir. Hey, und dann kann ich ihm die Nachricht für den, obersten Feuermagier geben. Hey, ich habe noch nicht mal mit euch geredet. Was soll das? Ich habe doch gar nicht mit euch gequatscht. Wir wissen doch noch gar nicht, was Sache ist zwischen uns. Leute, guckt mal, ich habe geladen. Ihr kennt mich noch gar nicht. Okay, ich vermute, dieses eine Bit wird nicht zurückgesetzt, wenn man lädt. Gut, dann halt eben so. Hey Milton, alter Junge, alter Bursche, alter Kumpel, ich brauche mal eben deine Hilfe. Bitte. Ich hau ja schon gut rein, ne? Aber wenn die halt zu dritt auf mich draufhauen, dann bin ich halt eben trotzdem gleich weg. Ah, einer weniger.
Milton, den Rest muss, glaube ich, leider du machen. Na komm, einen noch, sehr gut. Sehr gut. Und weil es gar nicht geht, was ihr da macht... Der bewegt sich noch. Ja, Milton, der bewegt sich noch. Aber gleich nicht mehr. Wie er ihn einfach gleich wieder umhaut. Super. Diese Idioten, ey. Ach, die sind wohl beide endgültig tot. Ah, was war das denn für ein Unsinn? Sie sind alle tot. Alle tot. Ich konnte nicht helfen. Ich war unterwegs. Ganz ruhig, Milton. Was ist los? Sie haben die Feuermagier getötet. Was? Alle, bis auf mich. Und da hätte auch nicht mehr viel gefehlt. Scheiße, am besten, ich brauch du erzählst ganz von vorne und der Reihe nach. Okay. Ganz ruhig, Milton. Ganz ruhig. Es fing alles damit an, dass die alte Mine einstürzte. Die alte Mine ist eingestürzt? Ja, es ging alles sehr schnell. Keiner aus der Mine hat es herausgeschafft. Die Gardisten haben den Mineneingang gesperrt. Okay. Wie ist das denn passiert? Wie konnte die Mine einstürzen? Keine Ahnung. Einige Buddler, die vor dem Mineneingang warteten, erzählten von einem gewaltigen Beben und einer riesigen Staubwolke, die aus den Stollen kam. Warst du dort? Ja. Dort erfuhr ich dann auch vom Einsturz. Was sagtest du über die Feuermagier? Ich weiß nur, dass sie kurz nach dem Einsturz alle von den Erzbaronen umgebracht wurden. Als ich von unserem gemeinsamen Abenteuer unter dem Stonehenge zurückkehrte, griffen mich die Wachen am Tor plötzlich an. Sie schrien mir Worte wie Verräter und Kollaborateur entgegen. Ich konnte mich gerade noch in Sicherheit bringen. Okay. Warum? Warum töten Erzbarone Feuermagier? Das gibt doch keinen Sinn. Das stimmt. Nur gaben mir die Wachen am Lagereingang keine Gelegenheit, danach zu fragen. Sie zogen sofort ihre Schwerter. Vielleicht kann Diego dir mehr erzählen. Er war im Lager, als sich die Ereignisse zuspitzten. Okay. Dann erzähl ich dir mal was. Ich habe Gorn getroffen. Wirklich? Wo? An der alten Klosterruine am Meer. Wir haben sie gemeinsam nach Schätzen durchsucht. Davon wird er mir bei unserem nächsten Treffen bestimmt erzählen. Treffen? Lester und ich haben die Bergfestung ausgenommen. Er hat mir davon erzählt. Du scheinst vertrauenswürdig zu sein. Wo habt ihr vier euch bisher getroffen? Ach, hier und da. Wir treffen uns an den verschiedensten Orten. Du solltest dich verstecken. Weit weg von hier. Nein. Diego und ich haben beschlossen, die beiden Tore im Auge zu behalten und ahnungslose Freunde aus anderen Lagern zu warnen. Bitte, sprich doch mit Diego. Yep. Wo ist der? Wo kann ich Diego finden? Er hält sich auf der anderen Seite des alten Lagers in der Nähe des hinteren Tores versteckt. Bitte sprich mit ihm. Alles klar, werde ich machen. Wir sehen uns. Aber jetzt nehme ich erstmal die Gegner aus. Der hat ja noch nicht mal Erz dabei. Zumindest nicht wirklich viel. Ah, ist das wenig. Frustrierend. Nein, die tun keine mehr was. Vor allem mir nicht. Käse. Käsebrot. So, dann werde ich einfach mal den ihr Zeug gemütlich verknuspern. Wobei, komm, erstmal die Pilze. Dann die anderen Pilze. Dann die Beere. Ja, ich muss ein bisschen Platz schaffen hier im Inventar. Ich kann das gar nicht ab, wenn es so groß ist, wenn es so voll ist. So, was haben wir denn noch? Rohes Fleisch. Nein, danke. Na gut, dann eben Seraphis. Da habe ich auch einiges. Und jetzt wird es langsam echt Zeit, sehe ich gerade, dass ich das Fleisch brate. Weil ich gar nicht mehr so viele Sachen habe, die ich bereit wäre zu futtern. Alles, was ich doch habe, sind die relativ starken Sachen. Und so Sachen wie Wein und Reisschnaps, die nicht wirklich was bringen. Ich möchte noch kurz mit den Typen hier abrechnen, die mich einfach so angegriffen haben aus dem Nichts. Was sie jetzt immer noch tun, offensichtlich. Na, komm halt her. Und irgendwie muss ich sagen, die neue Waffe gefällt mir. So, und wenn er mich angreift, dann müsst ihr leider damit rechnen, dass ich gewinne. Tut mir leid. Nee, eigentlich nicht. So, meine Waffe, mein Erz, mein Apfel. So, geht doch. Jetzt ab zu Diego.
würde auch gerne bei der Mine vorbeischauen, um mal zu gucken, was da so Sache ist. Das mache ich jetzt aber nicht. Ich gehe jetzt erstmal zu Diego, so wie Milton das gesagt hat. Ist hier irgendwas Neues? Nö. Genau, erstmal mit Diego quatschen. Mit dem habe ich ja vorhin auch, vor ein paar Folgen, einen der Fokussteine gefunden. Der hat mir da geholfen. Also ich denke mal, Diego kann ich vertrauen. Im Gegensatz zu den anderen Schergen aus dem alten Lager. Milton auch, offensichtlich. Ich habe keine Ahnung, was da jetzt abging. Aber dass sie die Feuermagier getötet haben, heißt ja letzten Endes, dass jetzt wohl... Ich weiß nicht, vielleicht ein paar Magier aus dem Sumpflager helfen müssen. Milton wahrscheinlich auf jeden Fall. Aber dann reicht es immer noch nicht. Das heißt, sie bräuchten oder wir bräuchten wahrscheinlich Xardas. Den ollen Schwarzmagier. Ups, jetzt habe ich was verraten. Auch die greifen mich an. Hey! Hey! Oh, ja, die greifen an. Okay, die sind mir gerade noch eine Nummer zu stark. Mist. Na gut, dann lasse ich die erstmal hier rechts liegen und schau mal, ob ich die Diego auftreiben kann. War da gerade was hinter mir? Ach so, ja, natürlich. Im Lager, hm? Scheint mir. Die reagieren wohl gerade im Lager auf meine Nähe und ziehen ihre Waffen. Aber, naja, durch die Palisade da kommen die natürlich nicht durch. Genauso wenig, wie ich reinkomme. Das heißt, ich bin hier draußen, obwohl es aggressiv und böse klingt, vollkommen sicher. Hihi, Edge Badge. Diego, bist du das? Milton meinte irgendwie, du versteckst dich. Das ist kein gutes Versteck, einfach hier so offen rumzustehen. Hey, psst. Sei ganz leise. Okay. Hallo Diego, ich habe Milton auf der anderen Seite des Lagers schon gesprochen. Gut, dann weißt du ja schon, was passiert ist. Aber weißt du auch von dem geplanten Überfall auf die freie Mine? Was? Warte mal. Wie konnte die alte Mine einstürzen? Einer der Butler, der sich retten konnte, erzählte davon, dass sie auf der untersten Minenebene einen unterirdischen Fluss angegraben haben. Als das Wasser in die Mine einbrach, wusch es einige Stützpfeiler weg und der gesamte obere Bereich stürzte ein. Nur eine Handvoll Leute haben es lebend aus der Mine herausgeschafft. Wieso sind die Feuermagier tot? Das ist eine etwas längere Geschichte. Ja, jetzt erzähl doch mal. Nun erzähl schon. Es ist nicht die erste längere Geschichte, die ich mir anhören muss. Nun gut, ich hatte das Glück, mich beim Eintreffen der Nachricht vom Einsturz der Mine im Haus der Erzbarone aufzuhalten. Gomez war über das Unglück völlig außer sich und sah dadurch sofort seine Machtposition gefährdet. Klar, wer das Erz kontrolliert, kontrolliert die Kolonie. Richtig. Nun, da er von seiner einzigen Einnahmequelle abgeschnitten ist, wird auch der Warenfluss von der Außenwelt bald stoppen. Niemand wird mehr für ihn arbeiten wollen, wenn nicht bald eine andere Einnahmequelle aufgetrieben wird. Und deshalb ein Überfall auf die freie Mine. Das ist, neutral betrachtet, die einzige Chance, die Gomez hat, seine Macht zu erhalten. Vor einigen Stunden sind 2 Dutzend Gardisten in Richtung freie Mine aufgebrochen. Ach du Scheiße. Aber was passierte mit den Feuermagiern? Koristo und die anderen Magier waren die einzigen im Lager, die vernünftig blieben. Sie verboten den Überfall und forderten eine Einigung mit den beiden anderen Lagern. Sie verboten Gomez den Überfall auf die freie Mine? Tja, Koristo und die anderen hätten wohl weniger forsch auftreten sollen. Gomez verlor das Vertrauen zu ihnen und ließ sie hinterrücks niederstrecken. Die Sau. Das ist Wahnsinn. Ich muss das neue Lager warnen. Dann solltest du dich beeilen, denn sie dürften die freie Mine schon fast erreicht haben. Aber sie würden niemals an den Befestigungen des neuen Lagers vorbeikommen. Das ist nicht nötig. Schon vor einigen Monaten haben sie einen Weg über die Berge zur freien Mine gefunden, den niemand sonst kennt. Knackt es bei euch eigentlich auch so beim Zuschauen wie bei mir hier beim Spielen? Und das ist irgendwie komisch, macht mir Sorgen. Ich habe Gardisten vor den verschlossenen Toren gesehen. Halt dich bloß von ihnen fern. Sie greifen jeden an, der sich dem Lager nähert. Sie haben wohl Angst vor den Vergeltungsmaßnahmen nach dem Überfall auf die freie Mine. Keine Sorge, die sind tot. Was wollen Milton und du nun machen?
Wir werden hier noch eine Weile ausharren und andere Freunde warnen, bevor sie den fanatischen Gardisten in die Hände laufen. Aber du könntest uns noch einen Gefallen tun. Natürlich. Ist schon so gut wie erledigt, sprich. Suche Lester und Gorn. Sie müssen wissen, was hier passiert ist. Richte ihnen aus, dass wir vier uns wie immer am verabredeten Platz treffen. Wenn ich sie vor euch treffe, werde ich sie warnen und zu eurem Treffpunkt schicken. Danke, mein Freund. Du scheinst wirklich in Ordnung zu sein. Geh nun. Wir sehen uns später. Kannst du... Ja. Geschicklichkeit und Stärke... hab ich ja erst gemacht. Komm bald wieder. Es gibt viel zu lernen. Ja, alles klar. Gut, vielen Dank. Mach's gut. Für die Infos und für den Auftrag. Wo ich Gorn finde, ist ja eigentlich klar. Da kommt man gerade auch nicht rein. Gorn dürfte ich da drüben finden. Ne? Da, wo die Folge angefangen hat. Da war der, glaube ich... Ne, da war der gerade. Ja, der war da gerade. Und der wird da wahrscheinlich immer noch sein. Ansonsten sollte ich aber wahrscheinlich zuallererst die Wassermagier warnen. Und das werde ich in der nächsten Folge tun. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.